Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Webinar von Seibert Media. In diesem Webinar geht es um die Förderung von Zusammenarbeit im Unternehmen mit Hilfe von digitalen Tools und insbesondere mit Hilfe des Atlassian Tool Stacks. Ihre Gastgeber heute sind Martin Seibert, der Geschäftsführer von Seibert Media, der in Wiesbaden im Büro sitzt. Ich bin Matthias Hallo Rauer, zusammen. arbeite beim Marketingteam von Seibert Media. Kann dem Martin heute nur virtuell zur Seite stehen, weil ich nicht in Wiesbaden im Büro sitze, sondern in Wie Potsdam immer in meinem eigentlich. Homeoffice. Ja, wie so oft. Ich bin also sozusagen ein verteilter Mitarbeiter in einem teilweise verteilten Team. Wir werden darauf nachher auch noch zu sprechen kommen. Wenn Sie Ja, schon man mal könnte im eigentlich Webinar sagen, sind. wenn Sie, wenn, sorry, jetzt bin ich schon wieder am Einhaken. Aber wenn Sie jetzt keine verteilten Teams haben, sondern alle in einem Raum sitzen, dann brauchen Sie das ganze Webinar nicht. Also, sobald man über mehrere Räume verteilt ist, über eine größere Fläche oder vielleicht sogar jemand aus dem Homeoffice oder von unterwegs arbeitet, wenn Sie mehrere Standorte haben, dann werden diese digitalen Tools echt wirklich richtig wertvoll. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Erstmal, falls Sie schon mal ein Webinar von Seibert Media gesehen haben, erinnern Sie sich vielleicht daran, dass es nicht unser Interesse ist, Ihnen eine Kaffeefahrt 2.0 anzubieten. Martin, sag doch mal ein bisschen was zu unseren Zielen des Webinars und was die Leute daraus mitnehmen sollen und was wir uns erhoffen. Ja, also ich ziehe hier einfach mal kurz meine Agenda rüber. Das Wichtigste für mich ist, hier am Anfang Interaktion fördern, Interaktion fördern, Interaktion fördern. Also wenn Sie nichts sagen, dann habe ich zumindest mein Ziel nicht erreicht. Ich habe mir sozusagen von der Vorstellung her, würde ich gerne, dass Sie hier mitmachen, dass das ein Mitmach-Webinar ist und Sie in den Chat Fragen reinschreiben. Um das auszuprobieren, können diejenigen, die jetzt gerade dazugekommen sind, gerne mal in den Chat unten links einfach eine Nachricht, sowas wie Hallo aus Wiesbaden oder ihre Stadt halt, eingeben, um zu gucken, ob das klappt. Und Sie können auch die Hand heben, dann versuchen wir Sie auch, naja, sozusagen tonmäßig mit einzubringen. Wir haben ja bisher keine technischen Probleme gehabt, die kriegen wir vielleicht dann, aber wir probieren es auf jeden Fall. Mir ist wichtig, dass Sie mitmachen, dass Sie Fragen stellen und dass wir Ihnen nicht irgendwie so einen blöden Vortrag wie eine Vorlesung in der Uni geben. Denn das kann man auch später einfach als YouTube-Video angucken, sondern das sollte für Sie was bringen. Insofern bitte stellen Sie Fragen, die für Ihr Unternehmen relevant sind, unterbrechen Sie und sagen Sie hier, das ist nicht detailliert genug. Vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle sagen, dafür haben wir jetzt keine Zeit oder das müssen Sie da und da nochmal nachlesen. Aber das wäre mir sozusagen zum Thema Interaktion wichtig. Um gleich mit einem kleinen interaktiven Teil zu starten, haben wir eine ganz kleine Umfrage vorbereitet, mit der wir ganz gern in Erfahrung bringen würden, für welche Themen Sie sich heute besonders interessieren, welche Aspekte wir vielleicht besonders intensiv behandeln sollten. Ich blende die Umfrage einfach mal ein. Vielleicht nehmen Sie sich die 10, 15 Sekunden, um das auszufüllen. Erste Frage ist jetzt, was interessiert Sie am Zusammenarbeitswebinar besonders? Überblick über den Atlassian Tool Stack, Integrationsmöglichkeit zwischen den einzelnen Systemen, proaktives Fördern von digitalen Zusammenarbeit von Unternehmen, also vielleicht mehr so Kultur, also Unternehmenskultur und Zusammenarbeit. Und dann wollten wir gerne noch wissen, welche Werkzeuge Sie tatsächlich kennen. Und da mal kurz. Fange hier einfach mal an, selber anzuklicken, was ich denke, was ich jetzt als Teilnehmer gerne wüsste. Meine Stimme ab, genau. Und wenn Sie auf Abstimmen klicken, dann kriegen Sie so einen grünen Haken. Und der Matthias müsste eigentlich auch so eine Live-Übersicht bekommen, wo er sehen kann, Ja, wie viele Leute schon teilgenommen haben, richtig? das fühlt sich an wie bei Wetten, dass, wenn am Ende die Balken so hin und her schwanken. Ich bin ein Es bisschen sei denn, neidisch, muss ich sagen. Bei mir ist es nämlich so, dass ich das jetzt gerade nicht sehen kann, ne? Also das Wetten, das Gefühl kommt nur bei dir auf. es zeichnet sich auf jeden Fall ab, dass sich von unseren Teilnehmern besonders viel für das Thema Unternehmenskultur und Zusammenarbeit interessieren und dafür, wie digitale Zusammenarbeit im Unternehmen proaktiv gefördert werden kann. Das kann Kannst man so ja schon mal die, sagen. ja, du kannst ja die Umfrage dann auch mal abschließen. Und dann kann man den Teilnehmern das Ergebnis nämlich auch zeigen. Das kannst aber jetzt nur du machen. Das mache ich. Genau, ja. Die Und Teilnehmer durften während Sie jetzt sich gerade das die Ergebnisse angucken, sehen.
Ja, der Frank von JCI. Ah, es gibt gar nicht. Ton einschalten kann ich gar nicht. Er hat zwar die Hand gehoben, ich dachte, ich könnte ihm jetzt das Wort erteilen. Ja, hier sind wir bei den technischen Problemen. Also, wir haben das wahrgenommen, Frank von JCI, dass Sie was sagen wollen, aber Sie müssen es doch in den Chat schreiben, weil irgendwie Ihr Ton vermutlich gar nicht verfügbar ist. Vielleicht sind Sie per Telefon eingewählt. Hat er nur getestet. Gut, dann, ich glaube, wir können die, wenn Sie die da oben auf die Hand wieder draufdrücken, dann geht das auch wieder weg. Ansonsten werden wir einfach den Rest des Webinars ignorieren. Gut. Okay, ich danke übrigens auch nochmal der Deutschen Bahn, die uns dabei hilft, das heute hier möglich zu machen. Die haben sozusagen aus dem gemeinsamen Projekt heraus quasi einen Anlass gegeben. Und ich weiß, dass wir auch eine ganze Reihe von Teilnehmern von der Deutschen Bahn dabei haben. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Fühlen Sie sich besonders priorisiert aufgefordert, Ihre Fragen zu stellen, die Ihren Konzern betreffen, die Ihre aktuelle Tätigkeit betreffen. Denn es ist wohl auch Wunsch von Herrn Selle, mit dem ich da bisher im Vorfeld konsultiert habe, gewesen, dass wir für Sie da ein paar Informationen anbieten. Das Webinar ist öffentlich, da sind also auch noch andere mit dabei. Plaudern Sie nicht alle interne aus, aber trotzdem gerne auch spezifische Fragen stellen. Das freut uns. So, Und Martin, damit, erzähl doch mal ein bisschen über ja, die damit kommen wir Inhalte. doch mal zum Inhaltlichen. Es gibt unter dem gar nicht so kurzen Kurzlink cyberbiz/Zusammenarbeitswebinar-Inhalte eine relativ umfangreiche, sagen wir mal, Agenda, an der wir uns versuchen werden, entlang zu hangeln. Da haben wir viele Links, viele Artikel, viele Videos, viele weiterführende Ressourcen aufbereitet. Martin, sei so nett und klickt die Seite doch bitte mal an. Genau. Ganz kurz, also Sie sind vermutlich jetzt auf dieser Seite gewesen, haben auf diesen grünen Link hier drauf gedrückt und dann ist das Webinar aufgegangen. Hier unten habe ich Ihnen noch einen großen roten Link eingebaut und wenn Sie da drauf drücken, kommen Sie auf diese Seite. Und da sehen wir schon als ersten Punkt unserer Agenda das Thema, das besonders viele unserer Teilnehmer laut der Eingangsumfrage interessiert. Martin, echte Zusammenarbeit in einem Unternehmen kann nicht per Dekret verordnet werden und echte Zusammenarbeit in einem Unternehmen kommt auch nicht zustande, wenn das Management ein Tool einführt und sagt, nun macht mal. Nun zeichne doch mal oder umreiß doch mal die rosarote Ponyhof-Kulturwelt, die wir uns jetzt vorstellen, wie sie in einem Unternehmen herrschen sollte. Ja, also erstmal zu diesem Thema hat zum Beispiel der Lars Vollmer gerade ein Buch veröffentlicht und der Nils Pfleging und der Gerhard Wohland, den wir nächste Woche auch im Webinar haben, beschäftigen sich sehr intensiv damit. Was brauchen denn Unternehmen? Was sollten die tun? Wie müssen sie funktionieren, damit sie eine moderne Unternehmensorganisation haben? Wir beschäftigen uns in diesem Webinar nur mit den Werkzeugen und das vollkommen recht. Das kann man nicht verordnen und man kann auch nicht durch die Einführung eines Tools dafür sorgen, dass eine Unternehmenskultur herrscht, die dafür erforderlich ist, dass solche Tools erfolgreich sind. Ich erkläre einfach mal, was bei uns, bei Cybert Media so herrscht und was ich glaube, was bei Unternehmen vorherrschen sollte an Verhalten, damit diese Tools funktionieren. Und das ist erstmal Open by Default statt Closed by Default. Was wir damit meinen, ist, dass es eine generelle Offenheit zum Teilen von Informationen geben sollte. Ganz einfaches Dokument oder ganz einfache Aussage wäre, wenn ich ein neues Dokument, ein Konzept erstelle, dann teile ich das mit meinen Kollegen und ich gehe nicht einfach hin und mache das erstmal geheim und teile das nur mit dem Geschäftsführer und, dem Prokuristen. Und wenn die dann gesagt haben, das ist gut, dann teile ich es mit anderen, sondern Open by Default heißt wirklich, dass alles für alle zugänglich ist. Das ist in vielen Unternehmen heute nicht so. Da können wir jetzt lange drüber diskutieren, aber für viele der Tools, die wir jetzt hier zeigen, ist es einfach eine Voraussetzung. Ja, also wir müssen im Verhalten Offenheit darstellen, wir müssen einander vertrauen, wir müssen transparent sein, statt uns die ganze Zeit kontrollieren und Angst zu haben, dass irgendjemand 9 Milliarden oder ja genau 9 Milliarden an der Börse verzockt, was ja wohl auch schon vorgekommen ist.
Wir brauchen sozusagen Respekt vor den Leuten, die Nähe zu einem Problem haben. Also wenn ich nah an einem Problem dran bin, dann darf ich die Entscheidung treffen. Nicht, weil ich Macht habe und in der Hierarchie weit oben bin. Das ist auch in vielen Unternehmen heute nicht so. Da wird nach oben versucht, so viel wie möglich Informationen zu geben. Und dann wird von oben die Entscheidung getroffen und die rieselt dann runter in die Hierarchie wieder zurück. Und dann macht der Mitarbeiter quasi dumm das, was in der Zentrale oder oben in der Hierarchie entschieden worden ist. Und das ist sozusagen in diese Tools, die ticken anders. Die gehen davon aus, dass ein Großteil der Entscheidungen da getroffen wird, wo das Problem auch ist. Also, dass quasi der Mitarbeiter selber Entscheidungen treffen darf. Dass wir uns im Geschäft um unsere Kunden und auch um die Bedürfnisse der Mitarbeiter kümmern und nicht die ganze Zeit auf kurzfristige Gewinne und Shareholder Value ausgerichtet sind. Martin, Dafür gibt es eine ganze Reihe von öffentlichen. kurze Unterbrechung. Ich sehe gerade, der Frank von der SCI möchte etwas dazu sagen. Ich versuche nochmal, ob das mit dem Wort erteilen jetzt funktioniert. Ja. Ich rede einfach Das mal benutzt weiter, aber da schon kann ja mit dann dem so Wort. Red einfach dazwischen mal reden. weiter, vielleicht spricht Frank Genau, dazwischen. ja. Also es gibt eine ganze Reihe Dokumente dazu. Ich Agile hatte meinen Organisationen, Status Werte. gelöscht. Das geht Ah, okay. anscheinend. Doch, Hat mich zu funktioniert, ja, wir fragen. hören Sie. Entschuldigung. Ah, okay, Sie haben nichts zu fragen. Sehr gut, aber das ist ein Gut, großartiger alles technischer klar. Test, dass wir Sie auch mit integrieren können. Wenn Sie später was zu fragen haben, Fragen von JCI, dann melden Sie sich einfach nochmal, okay? Gerne. Okay, danke. Okay, ich mache einfach mal weiter. Ich hatte jetzt hier noch vor, zu zeigen, wie wir über unser Gesellschaftertreffen kommuniziert haben. Ich würde das, weil wir die Agenda jetzt auch mal so ein bisschen eingeteilt haben, hier einfach mal weglassen. Einfaches Beispiel ist, wir waren jetzt beim Gesellschaftertreffen, haben da über Firmendankbarkeit gesprochen. Was wir machen, wenn ein Mitarbeiter 10 Jahre im Unternehmen ist, dann soll der 20 Tage Urlaub bekommen und einen Flug mit einer weiteren Person seiner Wahl irgendwo hin auf die Welt. Machst du, wie lange arbeitest du bei uns? Ich habe im nächsten Jahr meine 10 Jahre. Ah, okay. Siehst du, dann betrifft das. Und das ist jetzt noch nicht beschlossen, sondern wir haben das quasi sozusagen frühzeitig den Mitarbeitern gegeben. Das wird in einer Agile-Org-Story von den Mitarbeitern selber ausgearbeitet und die können jetzt selber noch daran rumfeilen. Und ja, ich glaube, das beinhaltet relativ viele Dinge. Also die Nähe zum Problem, das heißt, ich bin selber betroffen als Matthias Rauer zum Beispiel, kann jetzt an dieser Agile-Org-Story mitarbeiten und kann sagen, lass uns das ein bisschen anders tweaken, weil ich brauche gar nicht 2 Flüge für 2 Personen, sondern ich brauche 4 und dafür muss ich nicht Business fliegen, sondern kann Economy fliegen und so weiter. Das ist transparent, das vertraut den Mitarbeitern, dass sie selber jetzt nicht versuchen, das für sich persönlich zu optimieren. Wie gesagt, wer dazu was lesen will, der sollte mal in diesen 2 Links oder diesen 3 Links hier folgen. Wir haben auch schon Videos aufgenommen. Das ist nicht der Kern dieses Webinars, sondern wir gehen an der Stelle davon aus. Und bei der Deutschen Bahn weiß ich zum Beispiel, dass die sich sozusagen auch sehr stark in Richtung dieser partizipativen Unternehmensführung, der Gerd Wohland würde das Dynamik robuste Unternehmensorganisation nennen, bewegen. Und das ist natürlich spannend, weil ich das vielleicht heute noch nicht im Konzern habe. Und da würde ich gerne darüber diskutieren, ist aber trotzdem nicht Bestandteil dieses Webinars. Wir gehen einfach davon aus, wir haben die jetzt. Auch im Riesenkonzern mit 300.000 Mitarbeitern. Müssen Sie sich jetzt für das Was Webinar einfach vorstellen? Martin eben sagen wollte, fasse ich kurz in wenigen Worten zusammen. Machen Sie es wie wir. Lassen Sie uns doch damit jetzt auf die Werkzeuge zu sprechen kommen, über die es bei diesem Webinar auch gehen soll. Martin, du hast als ersten Agendapunkt, möchtest du dich mit der E-Mail beschäftigen. E-Mail ist ja so eine Sache. Unternehmen ertrinken in E-Mails, nicht nur in externen E-Mails, sondern vor allem in internen E-Mails. Bei dir hat sich im E-Mail-Handling, in der Arbeit mit E-Mails, in der Zusammenarbeit mit E-Mails, ein bisschen was geändert. Dann erzähl doch mal was über Google Inbox und dein neues Nutzererlebnis mit Mails. Ja, also wir fangen sozusagen mit dem obskursten Teil an, nämlich Google im Unternehmen. Das sind ja momentan noch 2 Fremdkörper, die sich gegenseitig abstoßen, so wie gleiche Magnete. Wir haben in unserem Unternehmen seit ein paar Monaten Google Apps for Work.
haben da unheimlich lange darüber diskutiert, was wir mit Datenschutz machen, was wir mit Rechtssicherheit machen, ob das geht und so weiter. Auch das soll jetzt nicht Thema das hier sein. Wenn Sie interessiert sind an diesen Geschichten, dann können Sie gerne mal Ihre Mail unten in den Chat reinschreiben und sagen, hier Google Apps for Work. Und dann schicke ich Ihnen gerne mal ein paar Dokumente mit unseren Diskussionen dazu. Warum Google Inbox für mich die E-Mail verändert hat, ist, weil Google hingegangen ist und eine Mobile First Experience gebaut hat. Ich habe da zwei Blogartikel zugeschrieben, in denen ich selber dann gesagt habe, ich blogge jetzt auf Englisch zuerst. Und Google hat sich sozusagen ein Handy genommen, ein Android-Handy und ein iPhone und hat gesagt, okay, ich will jetzt meine E-Mails da bearbeiten. Wie mache ich denn das? Und da beginnt sozusagen deren ganzes Nutzererlebnis. Und dann haben die zum Beispiel jetzt für den Client, was ich mir vorher gar nicht vorstellen können, gar keine App mehr gebaut. Das heißt, es gibt gar keinen Fat-Client. Es gibt nichts, was ich installieren kann, sondern ich benutze meine E-Mails heute tatsächlich im Browser. In Google Chrome bearbeite ich meine E-Mails. Das hätte ich mir früher nie vorstellen können, dass ich das machen würde. Und das ist auch tatsächlich nicht unbedingt ein Vorteil aus meiner Sicht. Aber der große Vorteil ist, diese Mobile First Experience ermöglicht mir, etwa 85% meiner E-Mails unterwegs auf meinem Handy zu bearbeiten. Und das ging früher nicht. Vorher konnte ich, und ich behaupte, das ist bei Ihnen heute so, deshalb habe ich das aufgenommen, Sie können nicht mehr als 25% Ihrer E-Mails unterwegs bearbeiten. Obwohl Sie über den Konzern jetzt auch auf dem iPhone, über irgend so eine App dann da irgendwie auf Ihre E-Mails zugreifen können. Aber das ist halt irgendwie hakelig, das ist nicht wirklich fürs Telefon ausgelegt, und das funktioniert natürlich nicht so richtig. Und dann bleiben halt viele E-Mails liegen. Und mit Google Inbox habe ich es hinbekommen, dass ich einfach viele Sachen verschieben kann, dass ich die sofort abhaken kann, dass ich da Notizen zumachen kann, dass ich einfach viel mehr mit der Mail arbeiten kann. Und das wäre der Punkt, Matze, an dem ich dich bitten würde, mal das Video zu zeigen, in dem Google selber Inbox vorstellt, damit wir ein bisschen ein Gefühl für die Oberfläche auch bekommen können. To everyone. Subject: An email about email. We love email, but too much of anything can be overwhelming. And it seems like everything these days, every impulse buy, every trip, and pretty much every person you talk to makes more email. So we built Inbox, an inbox that works for you. Inbox lets you add your own reminders to help you get things done. It bundles similar messages together and highlights the important stuff. Inbox is a way to get back to what matters. Come try it with us. Your friends at Gmail. So, und ich räume ein, dass ich auch bei uns, wir haben jetzt knapp 110 Mitarbeiter, immer noch eine ganze Reihe von Mitarbeitern sehe, die noch nicht Inbox von Gmail benutzen, sondern diese ganz normale Gmail-Oberfläche und damit diese Vorteile für sich nicht erkennen. Und das zeigt übrigens auch schon, dass so Akzeptanz und Adoption, wie die Amerikaner das nennen würden, nichts ist, was man oktroyieren kann, sondern die Leute müssen selber lernen, wie sie damit umgehen. Und es gibt halt auch, ich habe ein großes Problem mit E-Mails, weil die mich einfach viel Zeit kosten. Da sind vielleicht ein paar von Ihnen dabei, für die ist es gar nicht so schlimm. Und da brauchen die vielleicht auch keine entsprechende App, die mobile first ist und so weiter. Martin, du hast jetzt viel über E-Mails gesprochen, hast auch über dein Problem gesprochen, was du mit E-Mails hast und darüber, dass viele Mitarbeiter Inbox nicht nutzen. Ich gehöre zu denjenigen, die Inbox nicht nutzen, weil sie kein Problem mit E-Mails haben. Damit können wir vielleicht überleiten zu einem Thema oder zu einer Anwendung, die ausgezogen ist, um der E-Mail den Kampf anzusagen. Und vor allem der internen E-Mail, HipChat. Von Atlassian entwickelt. Ja? Also letztendlich geht es um Gruppen Instant Messaging und der beste Anwendungsfall, den ich sehe, um den Leuten, die heute noch nichts mit Instant Messaging zu tun hatten, ist WhatsApp eigentlich oder Facebook Messenger. Das werden die meisten von Ihnen heute benutzen im privaten Umfeld.
um mit Familien, Freunden, Arbeitskollegen oder auch Sportvereinen und so weiter zu kommunizieren. Und das machen wir mit HipChat seit Jahren bereits innerhalb des Unternehmens und es schafft unheimlich viel Produktivität. Und häufig wird das am Anfang so belächelt als, ah, jetzt werde ich noch mehr unterbrochen. Und es hat auch ein gewisses Nervenstörungspotenzial, dieses HipChat-Ding. Aber wer von Ihnen und die meisten, auch die wie der Matthias, nicht so ein großes Problem mit E-Mail haben, werden schon mal festgestellt haben, wie nervig und wie schlecht E-Mails für Zusammenarbeitsthemen sein kann. Wenn ich mich abstimmen will, wenn ich hin und her diskutieren will, dann ist es einfach nicht gut. Und HipChat ist deutlich besser. Wir haben da zwei Blogartikel veröffentlicht. Ja, ich würde gerne zu HipChat noch grundsätzlich was sagen, weil damit wahrscheinlich nicht jeder was anfangen kann. Also HipChat ist eine Gruppenchat-Lösung, die auf die Zusammenarbeit in Unternehmen und Teams zugeschnitten ist. Es ist kein verkapptes, ist kein B2C-Tool wie zum Beispiel Skype oder andere Lösungen oder auch das angesprochene WhatsApp, die aber in Ermangelung für Unternehmen passender Lösungen trotzdem im Unternehmen und im Team eingesetzt werden. Gruppenchat Eigentlich bedeutet, scheiße, dass aber es trotzdem Unternehmen am Start, ja. Ja, so ist es. Gruppenchat bedeutet, dass es persistente, also dauerhaft verfügbare Chaträume gibt. In HipChat kann es unbegrenzt viele Chaträume geben, die können kurzfristig stattfinden, wie zum Beispiel der Chatraum, den Martin zur Vorbereitung dieses Webinars angelegt hat. Da haben wir uns gestern und heute kurz abgestimmt. Es gibt auch dauerhafte Chaträume, zum Beispiel für Projekte oder für Teams. HipChat bietet darüber hinaus Funktionen wie File-Sharing, wie Screen-Sharing, wie Videotelefonie, Audiotelefonie. Und es ist wirklich eine richtige Suite zur Echtzeitzusammenarbeit. Ich hatte eingangs erwähnt, dass ich derjenige bin, der nicht immer beim Team sitzt oder zumeist nicht beim Team sitzt. Und gerade mir hat HipChat das Leben sowas von erleichtert, weil ich dank HipChat mich schnell mit dem Team abstimmen kann über irgendwelche Aufgaben, über irgendwelche Probleme. Und es erspart mir, keine Ahnung, 95 oder 98% der internen E-Mails. Wir haben zu HipChat auch noch ein Video vorbereitet, das wir Ihnen Soll ich das zeigen machen? möchten. Dauert. Ich bin gerade dabei. Ah, okay, alles klar. Dann mach du mal. Ja, ich spiele das auch mal kurz ein. Right now, a typical day looks like this. First, the phone rings, your inbox is filling up. Bob taps you on the shoulder, asking if you got that thing he sent you. Hey, did you get that thing I sent ya? And all of a sudden, you're overwhelmed with stuff to do. HipChat brings all of this communication together in one place. Create unlimited chat rooms for teams and projects to keep discussion relevant. Try creating a room just to talk about places to get lunch. Fish tacos, anyone? Address people personally using the at symbol and use emoticons and images to liven the conversation. Quickly share links and files to get feedback, and when you need valuable FaceTime with remote teams, video call someone at the click of a button. HipChat helps you build an awesome team culture. Say goodbye to pacing statuses and alerts from other tools. Connect your favorite apps and get live notifications right in HipChat. For example, connect GitHub and Jira to see pull requests and issues, or track campaigns and leads by hooking up MailChimp and Salesforce. No matter what team you're on, HipChat has an integration for you. Today, your communication is scattered all over the place. Tomorrow, it's not, because you'll be using HipChat. Ich kann das nur noch mal unterstreichen, wie cool aus meiner Sicht HipChat für digitale Zusammenarbeit ist. Atlassian selbst vermarktet es auch als Kommunikationsplattform, die sozusagen in Echtzeit sich über andere Systeme legt und deren Ergebnisse und Benachrichtigungen integriert. Was mir ganz gut da gefällt, ist zum Beispiel, das kann ich auch gut zeigen, unser Social Media Kanal. Da werden aus Facebook, aus Twitter und aus anderen Kanälen Interaktionen von Benutzern und unseren eigenen Usern eingespielt. Und ich kann auch natürlich selber was dazu schreiben und kann das kommentieren, kann das in den Kontext setzen. Das System zeigt mir jetzt hier relativ, ohne dass ich dazu E-Mails bekommen müsste. Hier wurde ich erwähnt in diesen Channels. Hier ist was passiert, da wurde ich nicht erwähnt. Und das kann ich dann später, wenn das Webinar zu Ende ist, einfach durchgehen. Ich sehe, welche meiner Kollegen, mit denen ich häufiger kommuniziere, gerade online sind, welche ich unterwegs auf dem Handy erreichen kann. Und den Robert Krause zum Beispiel, den kann ich jetzt momentan nicht erreichen. Der Marcel Reinhardt will nicht gestört werden und so weiter und so fort. Also haben die unterschiedliche
Status. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie das gerne mal in den Chat reinschreiben. Wenn Sie generell Interesse an HipChat haben und da mehr Infos zu haben wollen, können Sie das auch in den Chat reinschreiben. Ich sehe schon, der Joachim Mund hat zum Beispiel gefragt, was ist der Unterschied zwischen HipChat und Google Hangouts? Und der Konstantin von Rundstedt fragt nach Slack. Slack ist ein sehr beliebtes Tool, das eigentlich genauso wie HipChat funktioniert. Also Sie könnten Slack und HipChat miteinander substituieren. Slack ist deutlich teurer als HipChat. HipChat kostet etwa $2 pro User pro Monat. Wobei es dann für die Server-Variante bei vielen Usern deutlich günstiger wird. Und Slack kostet in der größten Ausbaustufe, die vergleichbar ist, $12 pro Monat, also 6-mal mehr. Also Slack ist eigentlich heute nur bei kleineren Teams wirklich sinnvoll. Wir arbeiten recht viel auch mit großen Unternehmen, die 500, 1000, 2000, 10.000 oder 100.000 Mitarbeiter haben. Und ja, die wollen das zum Beispiel auch behind the firewall deployen. Das geht mit HipChat, das geht mit Google Hangouts nicht, das geht mit Slack nicht. Google Hangouts ist eine, eigentlich ist Google Hangouts eher ein Konkurrent zu WhatsApp und Facebook Messenger. Wir haben einen Vergleich, das zeige ich nochmal schnell, erstellt, den man, wenn Sie Comparison HipChat Slack zum Beispiel eingeben, bei Google, Comparison HipChat Slack oder HipChat Google Hangouts, dann kommt hier unsere info-cybermedia.net-Seite mit einer Übersicht, wo wir HipChat gegen Jabber, gegen Lync oder Skype for Business, gegen Slack, gegen Google Talk bzw. Google Hangouts, Skype, WhatsApp und Facebook Messenger dargestellt haben. Preise verglichen, was für Modelle die anbieten, ob die Bedürfnisse von Unternehmen abbilden, Enterprise-ready sind und so weiter. Und also für größere Unternehmen gibt es heute eigentlich HipChat, Lync oder Skype for Business und Slack. Das sind die drei Alternativen, die wirklich was taugen. So häufig, Atlassian hat halt so ein Low-Touch, High-Volume-System und das ist für uns eigentlich ganz cool, weil das einfach günstig auch im Preis ist. Gut. Martin, lass HipChat. uns HipChat abschließen und zu einem anderen Tool kommen, das ebenfalls ausgezogen ist, um die Zusammenarbeit und die interne Kommunikation, die digitale Kommunikation von Mitarbeitern zu fördern und zu stärken. Microblogging im Unternehmen. Microblogging ist ein Trend. Jeder von Ihnen kennt natürlich die öffentlichen Plattformen Twitter, Facebook und Co. Aber auch im Unternehmen hat Microblogging längst Einzug gehalten. Die größte und bekannteste Lösung ist da wahrscheinlich Yammer, das von Microsoft für 1 Milliarde oder sonst wie viel US-Dollar gekauft wurde. Es gibt auch reichlich kleinere und nicht so sehr bekannte Lösungen. Eine, die wir besonders gut finden, ist das von uns Haben Sie entwickelte selber gebaut? Confluence-Plugin, weil wir es selbst entwickelt Oh, haben, sorry. Microblogging for Confluence. Was macht man eben mit dem Microblog im Unternehmen? Der ist da, um sich schnell über Ideen auszutauschen, um schnell Feedback zu bestimmten Themen zu holen und die auch mitunter informelle Kommunikation, die nicht on the fly in einem Chat unbedingt stattfinden muss, sondern an der möglicherweise viele im Unternehmen oder im Team interessiert sind, zu zentralisieren. Und Wir haben da haben ja wir so auch ein ein kleines kleines, Video. ja, Ja, machst du das das würde ich mal? einfach mal anspielen. Wir lassen das nicht die ganze Zeit laufen. Ich mache es mal größer. Da gibt es hier, glaube ich, immer so Paul-Panther-Musik zu. Und hier sieht man schon so ein bisschen, da haben halt Leute was gepostet. Das liken, können das Video kommentieren. Der Unterschied zu HipChat aus meiner Sicht ist, dass ich hier Kontext habe. Das heißt, also ich kann Threaded Communication, würden die Amerikaner sagen, also in einem Kontext kann ich auf Sachen antworten und kommunizieren. Die meisten werden das von Facebook einfach kennen. Ein bisschen später im Video, mal gucken, ob ich hier mit Spulen da direkt hinkomme, sehen wir, wie so eine Nachricht erstellt wird. Dafür nutzen wir auch den Confluence Editor. Da kann man Ad-Mentions durchführen, Fett machen, kann irgendwelche Hashtags nehmen, klickt auf Post. Und das war's dann. Dann ist es schon da. Das wird mir an der Stelle jetzt erstmal reichen. Für die Demonstration des Microblogs. Auch hierzu gibt es eine ganze Reihe von weiteren Infos. Für mich ist der Microblog eher eine kleinere Ergänzung, wenn ich HipChat im Unternehmen habe. Viele der Unternehmen, die mit uns zum Beispiel Internets einführen,
die sind noch nicht bereit für diese Echtzeitkommunikation, Instant Messaging und so weiter. Und da ist der Microblog dann wirklich ein sehr großes Thema, weil der diese ganze HipChat-Echtzeitkommunikation auch mit abfackeln kann. Wenn Sie dazu Fragen haben, einfach wieder was in den Chat reinschreiben. Wir beobachten das. Ansonsten würde ich es fast aufgrund unseres Zeitfortschritts dabei zum Microblogging belassen, Matthias, oder? Würde ich auch sagen, dann kommen wir zu der großen Lösung, der wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit widmen. Confluence. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Confluence Ihnen allen ein Begriff ist. Ich will es ganz kurz vielleicht das Konzept umreißen, obwohl das gar nicht so einfach ist, das in zwei Sätzen zu machen. Confluence von Atlassian ist als reines Enterprise-Wiki gestartet, so eine Art Wikipedia im Unternehmen fürs Informationsmanagement, wurde nun inzwischen weiterentwickelt zu einer Social Collaboration Plattform mit Hunderten von Features, für die es auch, ich würde sagen, Hunderte von Anwendungsfällen für Teams und Unternehmen gibt. Aber im Kern geht es bei Confluence darum, dass jeder Nutzer eine webbasierte Seite im System anlegen kann und die zusammen mit anderen bearbeiten und gemeinsam weiter vorantreiben kann. Das ist eigentlich der Kernanwendungsfall von Confluence. Ein Beispiel ist die Vorbereitung und Nachbereitung eines Meetings. Irgendjemand, ein Mitarbeiter legt eine Confluence-Seite an, ein anderer erwähnt die Teilnehmer des Meetings, die erhalten auch wieder eine Benachrichtigung, dass sie da in diesem Dokument erwähnt wurden. Nach dem Meeting stellt ein dritter Mitarbeiter die Meeting-Notizen ein und ein vierter stellt vielleicht die Aufgaben, die sich aus dem Meeting ergeben haben, ein. Und so haben vier Leute an einem Confluence-Dokument zusammengearbeitet und haben zentrale Infos über dieses Meeting und seine Ergebnisse, die für alle zugänglich sind im Unternehmen. Und das ist einer der wichtigsten und zentralen Anwendungen von Confluence. Martin? Also hier habe ich jetzt mal ein Dokument aufgerufen, das wir für die Agenda gestern erstellt haben. Das sind irgendwie jetzt neun Änderungen erfahren. Ist jetzt sozusagen hier unsere Agenda, wie wir vorgehen wollen. Und wenn ich jetzt hier mal die zuletzt aufgerufenen Seiten darstelle, dann können Sie hier so einen kleinen Überblick bekommen, was wir so in unserem internen System für Seiten haben. Ich kann jetzt nicht alle anklicken, aber es gibt zum Beispiel jetzt eine Experimente-Seite, wo wir uns darüber unterhalten, wie erfolgreich so ein Webinar ist, wie viele Teilnehmer wir da hatten, wie gut es gelaufen ist und so weiter. Über unser Gesellschaftertreffen gibt es Infos und so weiter und so fort. Letztendlich ist das so, das, was wir heute mit Microsoft Word ohne Tool machen, das machen wir hier. Und ich habe zum Beispiel jetzt auf meinem Rechner gar kein Word mehr installiert. Ich würde gern mal, um diese Idee von Confluence darzustellen, den Matthias bitten, das Video zu unserer Internetlösung Windspin einzuspielen. Da kommt auch ganz viel Confluence drin vor. Und das ist sozusagen so unser Verständnis davon, wie Zusammenarbeit mit Text und mit reinen Informationen, Top-Down-Kommunikation und so weiter im Unternehmen mit Confluence laufen kann. Okay. Lynchpin, ein Social Intranet, das verbindet. Es verbindet einzelne Mitarbeiter, kleinere und größere Teams, ganze Standorte und das weltweit. Lynchpin basiert auf der Kollaborationssoftware Confluence von Atlassian. Zentraler Einstiegspunkt ist die individuelle und voll personalisierbare Startseite. Die Hauptnavigation hilft bei der Orientierung und kann abteilungs- und standortspezifisch angepasst werden. Redaktionelle Inhalte können vom Unternehmen gezielt publiziert werden. Zudem kann jeder Mitarbeiter unterschiedliche News aktiv abonnieren. Die gesamte Personalisierung basiert auf den erweiterten Nutzerprofilen. Hier kann jeder Mitarbeiter Angaben zu sich und seinen Fähigkeiten hinterlegen und mit anderen Mitarbeitern teilen. Über die Suche erhält man Zugriff auf das gesamte Wissen des Unternehmens. Und alle Kollegen sind nur einen Klick entfernt. Inhalte lassen sich schnell anlegen und sind einfach editierbar. Die Eingabe und die Formatierung erfolgen dabei ganz intuitiv. Angelegte Seiten lassen sich schnell und einfach mit anderen berechtigten Nutzern teilen. Ob kurze Rückmeldung oder ein ausführlicher Kommentar, alle Diskussionen finden direkt im Kontext statt. Über den Microblog sind Neuigkeiten schnell und unkompliziert veröffentlicht, ohne zusätzliches E-Mail-Chaos.
Alle Softwareanwendungen sind aus dem Intranet heraus zugänglich. Über Gruppenchats und Videotelefonie sind Kollegen jederzeit erreichbar. Hi Sophie. Linchpin wird an das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens angepasst und schafft dadurch eine vertraute Arbeitsumgebung. Aus der soliden Basis Confluence, unseren technischen Erweiterungen, einer umfangreichen Personalisierung und dem Erscheinungsbild Ihres Unternehmens entsteht ein modernes Social Intranet, das wächst und begeistert. Testen Sie jetzt kostenlos die neue Intranet-Zusammenarbeit. Für jemanden, der durch dieses Chatfenster da irgendwie, für jemanden, der ein Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern hat, ist Linchpin, glaube ich, irgendwie overpowered. Also da würde ein reines Confluence reichen. Für die, die größere Unternehmen haben, macht dieser Aufsatz Sinn, weil da diese Top-Down-Kommunikationskomponente noch mit dabei ist. Zu Confluence werden wir mit Sicherheit noch andere Webinare halten. Es ist ein unglaublich umfangreiches Thema, das ich an der Stelle nur insofern erweitern würde, als dass es hier vielleicht Fragen gibt. Der Joachim Mund zum Beispiel fragt nach Confluence gegen SharePoint. Das ist super. Das leitet nämlich direkt zu meiner persönlichen Obsession über. Willst du dazu einleiten, Matze, oder soll ich einfach was erzählen? Also Martin ist natürlich unternehmensweit bekannt als jemand, der SharePoint nichts abgewinnen kann. Er hat sich auch schon mächtig Ärger eingehandelt. Es gibt einen alten Blogpost von uns über einen Vergleich zwischen Confluence und SharePoint als Wiki. Da gab es einen Kommentar-Thread mit, keine Ahnung, 7 oder 80 Antworten. Also und Martin ist auch als Unternehmen hinaus sicherlich bekannt als jemand, der SharePoint sehr kritisch gegenübersteht. Und was den Vergleich mit Confluence angeht, hat er da auch recht. Gut, also wir sind natürlich als einer der größten weltweiten Partner von Atlassian in diesem Vergleich total befangen. Ja? Trotzdem ist es so, dass ich mit ganz vielen Leuten spreche, die SharePoint heute als offizielles Intranet haben. Das ist für uns die Hauptkonkurrenz zu Linchpin zum Beispiel. Und das ist ein ganz cooler Baukasten, in dem man halt unheimlich viel machen muss, damit es zu einem coolen Intranet wird. Und die meisten Unternehmen haben weder Zeit, noch Know-how, noch Budget, um das zu machen. Und da wird unheimlich viel dann Konzeption betrieben, was wir alles machen wollen, aber wenn es dann in die Umsetzung geht, dann geben große Versicherungskonzerne auch gern mal einen 7-stelligen Betrag dafür aus, um von SharePoint 2010 auf SharePoint 2013 zu migrieren. Das ist ein Update, das bei Confluence einen Tag in Anspruch nimmt. Wir haben ein paar Links, also diese Frage wurde uns im Vorfeld schon gestellt. Vergleicht doch mal bitte SharePoint und Social Intranet. Und der Matthias hat hier freundlicherweise ein paar Links hinterlegt. Ich würde da jetzt ungern zu detailliert drauf eingehen, aber wir haben da wirklich viel Informationen schon gesammelt. Und wenn Sie da noch mehr wollen, dann kontaktieren Sie uns einfach mal, dann schicken wir eine Übersicht und da können wir da gerne auch noch intensiver ins Gespräch einsteigen. An der Stelle finde ich die Komplexität eh schon relativ hoch, weil wir so viele unterschiedliche Tools anbieten und uns später auch noch darüber Gedanken machen, wie kriege ich denn die jetzt zusammen? Jetzt habe ich HipChat schon gesehen, ich habe einen Microblog gesehen, ich habe dieses Linchpin-Ding gesehen, du hast auch noch diese Google Inbox gezeigt und wie funktioniert denn das jetzt alles zusammen? Und insofern würde ich das SharePoint-Thema an der Stelle sozusagen möglichst kurz halten, weil das in dieser Welt, in der wir leben, keine Rolle spielt. Und lass uns damit das Confluence-Thema auch erstmal beenden. Wie gesagt, Sie bekommen im Nachgang dieses Webinars auch noch eine E-Mail von uns. Da ist ein Link auf all diese Inhalte drin und Sie können sich dann nach Belieben in bestimmte Themen noch weiter vertiefen und die nachbereiten. Die Inhalte, die wir Ihnen hier gerade auf dem Bildschirm zeigen, sind alle öffentlich und kostenfrei verfügbar und Sie können da gern drauf zugreifen. Lass uns nun beim Thema Zusammenarbeit bleiben. Zusammenarbeit geht natürlich nicht ohne Aufgaben. Und wir müssen unterscheiden zwischen persönlichem Aufgabenmanagement, das ich dich vielleicht ganz kurz anzureißen bitte, da wir wirklich nur noch 20 Minuten Zeit haben, und dann auf die große Lösung zu sprechen kommen, die bei uns im Unternehmen natürlich etabliert ist und die weltweit zehntausende Unternehmen und Konzerne einsetzt, Jira von Atlassian.
Ja. Erzähl mal, was du mit deinen Von mir persönlichen aus. Aufgaben managst. Genau, also du hast es schon gesagt, man muss meines Erachtens unterscheiden zwischen ich muss meinen Tag, meine Woche, meinen Monat, mein Jahr organisieren. Das nennen wir Personal Task Management. Da gibt es ein tolles Buch von David Allen, Getting Things Done nennt sich das. Und der beschreibt, wie er das macht. Und im nächsten Schritt muss ich mir dann überlegen, wie mache ich das mit dem Team? Persönlich arbeite ich aktuell mit Google Keep oder Google Notes oder Google Notizen. Da haben wir ein Trailer-Video hier verlinkt. Ich würde aus Zeitgründen vorschlagen, Matthias, dass wir das einfach überspringen und diejenigen, die sich dafür interessieren, sich das über den Link anschauen. Denn da gibt es noch viele gute Alternativen zu. Früher habe ich mit OmniFocus gearbeitet, viele unserer Mitarbeiter arbeiten mit Wunderlist, es gibt Todoist, wirklich richtig viele coole Tools, die man nutzen kann, um sich selber zu organisieren. Auch ein Zettel und ein Papier scheint für viele echt hilfreich zu sein. Und ich würde mich einfach mal auf zentrales Aufgabenmanagement mit Jira konzentrieren wollen, weil das nämlich für die meisten Unternehmen vollkommen neu ist. Mich würde mal interessieren an die Teilnehmer von Ihnen, wer von Ihnen nutzt denn heute schon Jira als zentrales Aufgabenmanagementsystem oder irgendein anderes Tool, mit dem Sie Ihre Aufgaben verwalten. Wenn Sie irgendwie einfach nur hier rufen oder das Tool, wenn Sie einfach reinschreiben, Jira oder Mantis oder was auch immer, ja, Redmine lese ich hier, Asana, genau, OTRS, das sind genau das, was ich kann, wo habe ich noch nie gehört. Viele Unternehmen haben heute, wenn sie überhaupt was haben, nur sozusagen spezielle Sachen. Da wird Jira zum Beispiel nur für die Softwareentwicklung benutzt, aber nicht im Geschäftsbereich. Oder Redmine wird vermutlich auch bei demjenigen, der es jetzt geschrieben hat, der Christian Ohler, vermute ich mal in der Softwareentwicklung verwendet. Wir wollen eigentlich für digitale Zusammenarbeit Unternehmen dazu bringen, das wirklich überall einzusetzen. Nicht nur in technischen Bereichen, sondern auch im Marketing, auch in der Verwaltung, in der Buchhaltung und so weiter. Für alles eben. Okay, der Herr Ola ist schon dabei. Wird zentral von allen Mitarbeitern verwendet. Wirklich. Dann sind Sie da sozusagen meistens schon sehr, sehr weit. Trello sehe ich hier noch. Outlook-Aufgaben. Das würde ich jetzt eher in Personal Task Management ansehen. Die kann man zwar teilen, aber als Team Task Management System ist Exchange und Outlook meines Erachtens nicht besonders gut geeignet. Zu Jira haben wir auch ein Video. Weil das so eine umfangreiche Software ist, das dauert zwar auch irgendwie 2,5 Minuten, aber ich weiß nicht genau, wie tief Sie da schon drin sind. Das halte ich schon für sinnvoll investierte Zeit, auch wenn die Zeit insgesamt schon recht fortgeschritten ist. Machst du das, Ich spiele Matthias? es mal ab. Ja, ich hab's. Alles klar. Jira Software is the number one software development tool used by agile teams because it was built specifically with agile teams in mind. Millions of users rely on Jira Software every day to plan, track, and release world-class software. Jira Software combines Jira's workflow engine with the most important elements of agile development, like flexible Scrum and Kanban boards and real-time reporting. Jira Software brings your team together like never before, so that everyone can move towards a common goal and reach their destination fast. Jira Software not only includes the best parts of Jira Agile, we've redesigned Jira Software to better match the way your team works. With the new sidebar, information about every phase of your development lifecycle is just a click away. Planning, tracking, releasing, and reporting. Great software begins with great planning. So we've built Jira Software with flexible planning capabilities for software teams of every shape and size to plan in a way that's best for them. You can create stories and tasks from almost any screen in Jira Software. And then organize them into epics and sprints by dragging and dropping them into your backlog. With options for sorting, filtering, and color coding, you can create a backlog that's easy for your team to prioritize and work through. Visibility into projects and issues keeps everyone on the same page and makes it easy to see what every member of the team is working on. Whether your team works in Scrum, Kanban, or a mixed methodology, Jira Software adapts to the needs of your team and style of work. It also integrates with the developer tools you already use and pulls information about code changes, builds, and deploys right into the issue, so everyone has full context around every story.
Preparing to ship changes to your customers can be a stressful process, which is why Jira Software provides a real-time overview of the health and status of your next release from day one of development. Now team members can verify that done is really done. No failing builds, outstanding bugs, or unmerged pull requests, and that the code is ready to deploy. Jira Software pulls all of the issues you are targeting for a release into a single view, so you can feel confident about your release without spending hours checking off items by hand. But software teams don't become great without feedback and iteration. The best teams constantly reevaluate priorities and strive to improve. That's why Jira Software comes with reports to give your team real-time data that they can act on. It even monitors your team's activity and generates reports like burndown and velocity charts, so continuous improvement becomes a part of your team's DNA. Jira Software isn't just a new tool for software development, it's a new standard of software development. Join the millions of users around the world who already use Jira Software to plan, track, and release higher quality software faster than ever before. After all, there's a reason it's the number one software development tool used by agile teams. Join the movement. Try Jira Software today. Wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen. Ja, ich wollte ganz kurz noch anmerken, dass wir an dieser Stelle nicht vergessen dürfen, wir haben jetzt Jira Software gesehen. Es gibt aber Jira in drei verschiedenen Varianten. Jira Software ist für agile Entwicklungsteams, wie man ja aus dem Video auch sehen konnte. Dann gibt es Jira Core, das ist eine abgespeckte Version ohne diese ganzen software-spezifischen Features. Das richtet sich an klassische Business-Teams. Und dann gibt es Jira für Service-Desk-Teams. Diese drei Jira-Deployments gibt es. Martin, du wolltest noch was sagen. Ja, also das ist ein sehr breites Thema, ähnlich wie Confluence, da kann man auch ganz viel was zu sagen. Ich wollte eigentlich die Teilnehmer aufrufen, Fragen dazu zu stellen. Wenn es welche gibt, dann würde ich mal kurz zu der Konstantin von Rundstedt schreibt was. Einige Fragen kommen da auch. Ich muss mich leider ausrichten, das ist keine Frage. Das ist vollkommen okay. Wir haben eine Videoaufnahme, die wir später auch zu YouTube hochladen werden. Nee, für Core gibt es noch keine so schöne Videopräsentation. Wir arbeiten aber dran, auch in Deutsch. Gut, lass uns mal zur Integration gehen. Jetzt haben wir verschiedene Tools gezeigt. Müssen wir nochmal drüber sprechen, wie die jetzt zusammenpassen. Ja, die Sache ist, die Atlassian entwickelt ja seine Software-Systeme sehr intensiv weiter und in jedem größeren Release liest man in den Release-Notes dann, hier wurde die Integration zwischen A und B verbessert, hier wurde die Integration zwischen C und D verbessert und das ist alles noch enger verzahnt. Warum entwickelt denn Atlassian so intensiv die Integration zwischen den Werkzeugen weiter? Ja, also ich habe hier oben ja auch zum Beispiel SAP Soulman, hat der Joachim Mund genannt. Also es gibt eigentlich so zwei Ansätze, Software zu entwickeln heute. Das ist diese eine Software um alle Lösungen, also one fits all. Das SAP ist zum Beispiel, Salesforce ist auch sowas in der Art, wo ich also eine Lösung habe und mit der versuche, möglichst viele Sachen abzufackeln. Und das Gegenmodell dazu, und das verfolgt Atlassian, ist Best of Breed. Das heißt also, ich habe bestimmte Anwendungsfälle, und für diese Anwendungsfälle will ich coole Lösungen anbieten. Also für Instant Messaging HipChat, für Wikipedia im Unternehmen Confluence, für Team Task Management Jira, für Microblogging halt mehr Microblogging Confluence, für Intranet Lenspin. Und da ergibt sich ganz zwangsläufig, das wird auch in diesem Webinar klar, Komplexität. Wofür benutze ich denn jetzt welches Tool genau? Und da gibt es ja auch Überlappungen und so weiter. Und die Integration, die Atlassian baut, die ist halt dabei, um die Tools besser zu verzahnen, um diese Hürden, die mit Best of Breed entstehen, aufzuheben. Und naja, SAP hat dafür halt häufig das Problem, die können zwar alles, aber nicht so richtig. Und also beide Modelle haben so ihre Vor- und Nachteile. Und die Integration ist halt der Punkt, wo Atlassian die eigenen Nachteile kompensieren kann, durch eine gute und enge Verzahnung. Sag doch mal was. Wir haben hier
ein, zwei kleine Demo-Videos vorbereitet. Die sind nicht so werbelastig, sondern gehen ganz schnell, indem wir mal kurz zeigen, welche Integrationsmöglichkeiten zum Ja, Beispiel Joomla und Matthias Kahr hat Confluence übrigens genau bieten. diese Frage gerade gestellt, Matze. Ja, ach so, Gibt ich es sehe, ja. eventuell auch ein Video oder ähnliches für Best Practice, wie man Jira und Confluence kombiniert? Fokus auf fachliche Themen. Das könntest du ja vielleicht einfach mal kurz zeigen, das haben wir vorbereitet, ja? Genau. Ich zeige jetzt einfach mal die Integrationsmöglichkeit zwischen Jira und Confluence, und zwar, wie man eine Jira-Vorgangsliste, eine dynamische Vorgangsliste in Confluence ganz einfach integrieren kann. Hier haben Sie, das ist kein Ton, ich kann da drauf sprechen. In Jira gehen wir einfach auf das Projekt, dann auf Ich rufe von der Issue-Liste auf, gell? und dann gibt es verschiedene Filter, mit denen wir die Vorgänge, die uns angezeigt werden sollen, eingrenzen können. In diesem Beispiel ist das Vorgänge mit dem Status To Do und Vorgänge, die dem aktuellen aktuellen Benutzer zugewiesen sind, in diesem ich das. Um diese Vorgangsliste nun zu bekommen, kopieren wir einfach den Link aus der Adresszeile des Browsers. Jetzt sind wir in Confluence, bearbeiten dort die Seite, kopieren dort diesen eben kopierten Link ein, speichern. Und fertig gibt es in Confluence eine dynamische Vorgangsliste, die sich auch automatisch mit Jira synchronisiert. Das ist ja ziemlich cool, weil man einfach den Link nimmt und da reinpatzt und dann weiß Confluence, ah, das ist eine Jira-Vorgangsliste. Damit haben wir übrigens auch schön die Frage vom Oliver Ritter-Wolf zumindest teilweise beantwortet, wie gehen wir mit Listen und Workflows um? Workflows würden in Jira abgebildet werden, wenn wir es jetzt nicht darstellen können, aber Matze, zeig doch nochmal das andere. Da gab es doch auch noch sozusagen den Ja, anderen Weg. Also ich habe jetzt genau, diese Integration funktioniert auch andersherum. Ich zeige das auch noch mal kurz. Hier befinden wir uns in Confluence und können jetzt in Confluence, aus Confluence heraus eine Aufgabe erstellen. Dafür gibt es ja in Da kann der neue Vorgang erstellt werden. Er kann einem Jira vorhandenen Projekt warte mal zugewiesen ganz kurz, werden. Matze. Irgendwie Und wir ja, das bitte. Video läuft gerade nicht. Jetzt geht's los. Ah, okay, dann muss ich jetzt ein bisschen zeitversetzt kommentieren, weil es bei mir gerade läuft. Also es geht darum, Jira-Makro von in Confluence, ein Jira-Vorgang erstellt werden kann, ein entsprechendes Projekt, das in Jira verfügbar ist, kann ausgewählt werden. Die wichtigsten Informationen wie Ticketname und Zusammenfassung kann eingestellt werden. Und wenn das Ticket dann in der Confluence-Seite angelegt und gespeichert ist, sieht man, wenn man dann anschließend auf Jira wechselt und eine Vorgangsliste mit den gerade erstellten Vorgängen vor sich hat und die dann aktualisiert, dass dieses Ticket automatisch auch mit Jira synchronisiert worden ist. Ja, Ich hoffe, und das das konnte alles war auch, nachvollziehen. ja, doch, das war eigentlich ganz gut. Das Video hat zwar relativ spät ist angefangen zu laufen, aber das hat funktioniert. Was wir jetzt hier nicht dargestellt haben, was auch ziemlich cool ist, ist, man kann sozusagen eine Tabelle mit irgendwelchen Konzepten erstellen und dann aus allen Zeilen einzelne Issues machen. Also wenn ich jetzt irgendwie 20 Ideen habe, dann markiere ich die alle, dann kriege ich so ein Jira-Symbol und dann fragt er mich, willst du daraus 19 Jira-Issues machen? Sage ich ja, und dann werden halt 19 Issues angelegt. Ziemlich cool. Da müsste man vielleicht an geeigneter Stelle nochmal vertiefen, die Integration zwischen Confluence und Jira. Ich habe, weil der Chat das überlagert hat, den Chat vorhin ausgeblendet. Da ist er wieder. Der Priva hatte eine ähnliche Frage. Gut, ich würde sagen, das haben wir beantwortet. Vielleicht noch ganz kurz. Wer von Ihnen ist denn interessiert an Softwareentwicklung? Also wer möchte denn die Integration von Jira in Tools wie Bamboo und Bitbucket sehen. Das haben wir auch vorbereitet, waren jetzt auch aus Zeitgründen nicht ganz sicher, ob das zu Ihren Bedürfnissen gehört. Wenn Sie an der Integration für Softwareentwicklung interessiert sind, dann schreiben Sie es doch bitte mal in den Chat rein. Ansonsten, okay, der Matthias Dürk ist interessiert, der Baumgarten Ziesing auch. Okay, ganz kurz, Ich Frank von würde. JCI fragt nach Mobile Devices. Für Confluence und Jira gibt es aktuell bereits für die Cloud-Version native Apps. Die beiden Software-Systeme haben eine mobile Übersicht, die ein bisschen abgespeckt ist und können aber auch ohne Einschränkungen in der Web-Oberfläche benutzt werden.
was natürlich eher auf einen größeren Viewport wie ein Desktop ausgelegt ist. Das sind so die drei Möglichkeiten. Also einfach ganz normale Web-Oberfläche benutzen, Mobile View benutzen oder App runterladen. Für Server ist die allerdings noch nicht verfügbar, dauert vermutlich noch ein paar Monate. Ich würde an dieser Stelle, weil uns die Zeit langsam wegrennt und wir nur noch 5 Minuten haben, zumindest ein kurzes Demo-Video zeigen. Darin geht es um das Entwicklungspanel in Jira. Das wurde vorhin in dem einen Video zu Jira Software schon einmal angerissen. In jedem Jira-Vorgang in Jira Software gibt es ein Entwicklungspanel, in dem alle Informationen aus den angeschlossenen anderen Atlassian-Tools zusammenlaufen, also Informationen aus Bamboo, dem Entwicklungsserver von Atlassian, aus Bitbucket über Branches und Commits. Und das kann ich Ihnen auch noch kurz zeigen. Wir haben hier also einen Vorgang in Jira Software und auf der rechten Seite gibt es das automatisch synchronisierte Development Panel, Branches und Commit. Es gibt zu jeder jeweils auch detaillierte Infos dazu und man kann sich auch direkt in das System durchklicken, wenn man das möchte. Informationen zu Often-Pull-Requests und auch Informationen aus Bamboo zu Builds. Ah, jetzt sind wir noch im Pull-Request. Auch Informationen aus Bamboo zu erfolgreichen Builds. Und all diese Informationen synchronisieren sich automatisch und man hat zum Beispiel als Produktmanager in einem Jira-Vorgang sofort den aktuellen Stand der Entwicklung beispielsweise eines Features vor Augen. Und diese Integration ist wahrscheinlich wirklich hilfreich für Software-Teams. Ja, also meines Wissens kann kein anderes Software-System diese Integration so gut wie Jira, dass ich sehen kann, was wollte denn eigentlich der Geschäftsführer, als er diese Idee einbrachte oder der Product Owner oder wer auch immer. Welche Konzepte haben wir dazu geschrieben? Welche Jira-Issues sind daraus erstellt worden? Und was passiert denn jetzt in Form von Softwareentwicklung damit? Und wo stehen wir da gerade? Also hat da schon jemand angefangen zu entwickeln? Gibt es da Branches? Sind die schon zurückgematcht worden? Gibt es dazu Pull-Requests und so weiter? Ich weiß, dass einige von Ihnen vermutlich mit diesen Worten nichts anfangen können. Und das geht auch vielen anderen Projektmanagern so. Aber Jira schafft es sehr gut, diese fachlichen Anwender mit den Technikern, mit den Softwareentwicklern zusammenzubringen. Und dass die gemeinsam auf einen Stand schauen. Und allein diese Informationen, was passiert denn da eigentlich? Und wo stehen wir denn mit diesem einen To-Do oder mit dem ganzen Sprint gerade, ist unheimlich hilfreich für die digitale Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung. Da ist Atlassian wirklich unschlagbar. Also kein anderes System, das ich kenne, kommt da auch nur annähernd an diese Integrationstiefe ran. Martin, unsere Zeit ist weitestgehend ausgereizt. Die 1 Stunde, die wir für das Webinar vorgesehen hatten, und ich glaube nicht, dass wir die Aufmerksamkeit unserer Teilnehmer über Gebühr strapazieren sollten. Ich würde dich mal bitten, eine kleine Nachbefragung einzublenden, die wir vorbereitet haben. Es wäre Jawohl. super, wenn Sie, ja, es wäre wunderbar, wenn Sie, liebe Teilnehmer, hier noch ganz kurz Ihr Feedback zu diesem Webinar geben könnten. Ich kann Ihnen schon mal ankündigen, dass Sie kurzfristig nach diesem Webinar eine E-Mail von uns noch mal einmal erhalten werden, in der Sie Links finden zu all diesen Ressourcen, die wir heute besprochen haben, die wir teilweise auch nur angerissen haben. Und Sie können sich danach je nach Ihren Interessen die Informationen vertiefen und das Webinar nachbereiten. Gestatten Sie mir noch einen Hinweis auf das nächste Webinar von Seibert Media. Das findet am 15.06., glaube ich, statt. Das ist schon in der kommenden Woche. Und ich glaube auch um die gleiche Zeit. In diesem Webinar geht es um das Thema richtiges Wissensmanagement. Wir haben da auch einen hochkarätigen Gast dabei, der beim Begriff Wissensmanagement wahrscheinlich schon zusammenzucken würde, weil Wissen sich nicht managen lässt. Es handelt sich um Dr. Gerhard Voland, einen der renommiertesten Vordenker für dynamikrobuste Organisationen im komplexen Umfeld. Und ich glaube, dass wird auch sehr interessant und spannend. Sie finden hier unter cyberbiz/Woland-Webinar. Warte Ja, mal ganz kurz, bitte. Lassen Sie sich bitte. noch kurz die Umfrage zu Ende machen lassen, Ja, weil okay. das ansonsten, ich schließe das mal kurz ab. Sehr Vielen gut. Dank. Ganz kurz so für Sie zum Überblick. Haben wir ganz gutes Feedback bekommen. Vielen Dank. Auch ein paar offene Antworten werden wir später nochmal durchgehen. So, jetzt warst du hier. Unter Cyber Biz Webinare gibt es übrigens für die Frau Wössner, die fragte,
Wie sieht es aus mit Suchen und Finden, Anbindung an Enterprise Search? Dazu gibt es ein eigenes Webinar. Ich rufe das auch mal kurz auf, wenn wir, da kann der Matze, ich habe dich unterbrochen, kann noch was zu sagen. Hier, am 21.09. haben wir den Manuel Brunner von der Firma Intrafind. Und der wird mit uns genau dieses Thema besprechen. Freue ich mich schon. Und ich weiß, es dauert ein bisschen, Frau Wessner, aber da werden wir es detailliert darstellen. Das freut mich, dass Sie den kennen. Und wer interessiert ist, der kann sich ja die anderen Webinare auch nochmal anschauen. Momentan haben wir jetzt 3 geplant. Das werden vermutlich relativ bald mehr werden. Ja, wie gesagt, nächste Woche ist erstmal das Seminar mit Dr. Gerhard Wohland über Wissensmanagement. In Anführungsstrichen, Sie finden unter cyberbiz/Woland-Webinar, das wir schon eingeblendet hatten, die Möglichkeit zur wie immer kostenfreien Anmeldung und Registrierung und schon erste weiterführende Infos. Dann ist es jetzt an mir, mich für Ihr Interesse zu bedanken und für Ihre rege Teilnahme im Chat. Das hat uns sehr gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.